Joachim Benevent, ein Getriebener seines Sports. Mehr als 10 Jahre inmitten der Weltklasse, nun endlich der große Durchbruch. Europameister 1993 im Florettfechten. Eine Woche nach diesem Triumph in Linz lässt Wendt mit seinem Trainer Jurek Biontek im ORF-Zentrum das Geschehene noch einmal Revue passieren. Es ist einfach eine Erleichterung, eine Beruhigung. Wir haben so lange darauf hin trainiert und gearbeitet und jetzt endlich hat es geklappt. Es ist super, es ist unbeschreiblich. Diese Europameisterschaften in Linz waren hervorragend besetzt. Die Deutschen, die Fechtnation Nummer 1, 11 Medaillen bei der vergangenen Weltmeisterschaft sind mit der Einsermannschaft gekommen. Und gerade 2 Superathleten aus Dauerbischofsheim haben gegen dich die Segel streichen müssen. Naja, in Wahrheit ist es so, dass mir die Dauerbischofsheim eigentlich relativ gut liegen. Das heißt, sie fechten sehr körperbetont, aber wenn man sie gut kennt, weiß man auch, wo ihre Schwächen liegen. Und ich bin ja auch nicht einer, der nur technisch ficht, sondern ich kann auch mit ihnen mitfighten. Und ich glaube, dass ihnen das nicht unbedingt immer liegt. Und mein Konzept ist aufgegangen. Ein ganz wichtiger Mann abseits der Blanche ist natürlich der Trainer Jurek Biontek. Sie arbeiten seit mehr als 10 Jahren mit dem Benny jetzt schon zusammen. Ich glaube, Ihnen ist auch ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen nach diesem Europameistertitel. Naja, das kann man wohl sagen. Wenn man ein Turnier gewinnt, vor allem wenn man so einen schwierigen Turnier gewinnt und wenn man Goldmedaille schon in der Tasche hat, ist man wirklich sehr erleichtert. Was für Konsequenzen kann jetzt in fechterischer Hinsicht dieser Europameistertitel für den Benny bedeuten? Naja, hauptsächlich, dass die psychische Hürde haben wir geschafft. Und glaube ich, dass wenn der Benny wieder kurz vor einer Medaille steht, wieder nicht mehr so verkrampft oder wird er nicht mehr mit so viel Reserve fechten und nicht zu großen Belastung, weil hat er gesehen, dass spielend kann man auch eine Goldmedaille gewinnen. Bis dahin war es allerdings ein dorniger, von Selbstzweifel geprägter Weg. Weltmeisterschaft 1989 in Denver. Erstmals steht der Österreicher in der Runde der besten 4 Fechter der Welt. Sein Gegner, Mauro Numa, Olympiasieger, Weltmeister, Weltcupsieger, damals 1989 der Beste. Wendt, zum ersten Mal eine WM-Medaille vor Augen, verliert mit dem knappsten aller Ergebnisse 4:5 und wird Vierter. Ein Weltklasse-Ergebnis, allerdings ohne Medaille. Lyon, Weltmeisterschaft 1990. Joachim Wendt erreicht das Finale der besten 8. Sein Gegner, wieder ein Italiener, Andrea Borella, der Weltcupsieger. Wendt verliert diese Auseinandersetzung ganz knapp, wird Fünfter. Wieder ein Weltklasse-Ergebnis, wieder ohne den Lohn einer Medaille. Budapest 1991. Wieder scheitert Joachim Wendt einmal mehr an Mauro Numa. Dieses Mal bereits vorzeitig, nur Rang 39. Ein Jahr härteste Arbeit löst sich in nichts auf. 1992 Olympische Spiele Barcelona. Einzug ins Achtelfinale der Weltbesten. Wendts Gegner Philippe Omnès aus Frankreich. Wendt versucht es mit der Brechstange, scheitert und wird Achter. Omnès Olympiasieger. Niederlagen, die Benevent und Jurek Biontek nicht resignieren lassen. Beide arbeiten, besessen vom Medaillentraum, weiter. Unzählige Lektionen lassen jene Aktionen und Reaktionen in Fleisch und Blut übergehen, die schlussendlich zu Treffern führen, ohne dabei getroffen zu werden. Thank you.
Der Lohn des Wartens und der Arbeit. Europameisterschaftsfinale, Wendt rechts, Uberrömer Deutschland links. Der Europameistertitel und erste Gratulation von Anja Fichtel. Im Konzert der großen Fechtnationen nun bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die österreichische Bundeshymne. Joachim Wendt löst Michael Ludwig als Europameister ab.